Jo, Leute, ich grüße euch. Weiter geht's hier bei Wolfenstein. Ich glaube, wir müssen mit der Anja reden. Wir machen das mal. Wenn nicht, wenn wir schon gemacht haben, dann ja, tut es mir leid. Ich habe ein paar interessante Spuren. Dieses Pergament ist eine Anleitung für eine Art Spezialbeton. Hat das Regime damit etwa diese Ah, ganzen das hat man schon. Ungetüme hier aus dem Ich Boden denke mal, können gestampft? wir das überspringen. Geht zum Archiv und wir sollen Dingenskirchen. Betonstückchen. Aber ich glaube. Abgeschlossen. Glaube, wir können uns wieder hinlegen. Und das Minispiel spielen. Fergus, ja, wir gehen erstmal hier. Ach, das Ding ist weg. Aber nicht mehr. Aber ich dachte, hier ist was. Ja. Aufsammeln, da hat doch mal was. Lens gehabt. Ne. Da kommen wir rein. Ich gehe aber erstmal nach oben. Mal hier. Schimmelreiniger, Sie wollen es hier sauber halten. Aha. Jo. Wo war denn das Bett da hinten, ne? Ja, sehr schön. Dann machen wir das Minispiel nochmal. Schalldämpfer oder nie, ist glaube ich egal. Aufheben, sammelt mich das in Fall alleine. Okay, ne. Vielleicht ist der Schalldämpfer auch nicht so schlecht, wenn die dann wegbleiben bei den Türen. Nicht sicher. Ich weiß aber nicht, ob das immer dasselbe Level ist, was man hier spielt, oder ein anderes. Oh, irgendwie kommt mir dieser Raum so ein bisschen bekannt vor. Aha.
bisschen auf meine Mumpeln hier aufpassen. Ja, ich glaube, das ist so vom Levelaufbau dasselbe, oder? Das habe ich jetzt nicht gebraucht. Schießt natürlich mal so ein bisschen wenig, wenn ich so viel Munition verschwende. Shit, 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 shit. Okay, ich bin drin. Wow. Das war fies. Ja, wir können jetzt immer nur einmal machen. Aber dann gehen wir mal zurück. Gehen wir jetzt mal kurz auf die Karte schauen. Dann reden wir mal mit Fergus. Fergus, ich brauche den Schlüssel zum Archiv. Haben Sie ihn? Ja. Moment. Fuck! 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 Alles okay, Fergus? Ich werde alt, Blaskovic. Keine Ahnung, wie lange ich das alles noch mitmache. Es wird schon klappen. Wir können es noch schaffen. Ja? Und wie lange noch? Was soll das werden, Fergus? Ich weiß es nicht. Nichts. Alles. Es geht um den Jungen, verdammt. Private Wyatt. Er sollte hier stehen, nicht ich. Er war noch jung. Er hatte Potenzial. Mit ihm gäbe es eine Zukunft. Wir beide sind Relikte aus der Vergangenheit, die nur noch der Wille aufrechthält. Ich habe die falsche Wahl getroffen. Tja, ist ziemlich offensichtlich, oder? Ich war bereit zu sterben. Ich hätte es gern getan. Ich habe meinen Arsch gegeben, um den Jungen zu beschützen, Blaskovic. Und Sie haben sein Leben einfach weggeworfen. Erinnern Sie sich an Prendergast? Der Kerl hat einfach alles überlebt. Und jetzt ist er tot. Sie sind alle tot. Und Sie sitzen hier mit diesem nutzlosen Greis. Ich meine, wie soll es langfristig weitergehen, hm? Wer wird übernehmen, wenn wir die Zügel nicht mehr halten können? Fuck! Und jetzt raus mit Ihnen. Ich muss mich ausruhen. Ja. Alte Worte. So, was soll ich denn jetzt hier im Archiv suchen? Die Unterlagen? Personalregister. Ah, wir können das mal runtergehen. Habe ich den Schimmel irgendwo, wo, oder? Nein, noch nie. Vielleicht muss ich den noch erstmal hinbringen. Bin ich gut möglich. Ich verstehe das nicht. Oh, hier ist was. Kein einziges Kabel. Alles ist glatt und aufgeräumt. Wo ist das Innenleben von diesem Ding? Hm, Max? Max Hals? Ja, das sehe ich ganz genau. Das ist ein Schimmelfleck. Brauche eine Kreissäge, um eine Probe herauszuschneiden. Die müssen jedoch ein paar Werkzeuge haben. Irgendwo haben sie typisch. Wir müssen mal nur finden. Und auch nicht übersehen. Kann sein, dass sie oben ist. Hier ist was. Ja, moin. Ja, wow. Ist das was? Aha. Lasst mal schauen.
muss dahin, okay. Laden uns mal kurz auf, kann nicht schaden. Schoki, schoki, schoki. Nehmen wir mal mit, ne? Nicht natürlich ein bisschen beeilen, muss ich jetzt hier lang? Ja. Das. Verbessert automatisch. Verbesserung, lass mal schauen. Wurde verbessert, schießt jetzt vollautomatisch schnell. Okay. Nicht so. Und wie ist das hier sogar ein bisschen einfacher? Oh, oh. Ja, moin. Man muss ja nur mal die Glubsche aufmachen. Schoki. Ist da Medipack? Ja, ich will weg. Wieder getroffen, okay. Dann gehen wir mal weiter. Ah, hier ist auch noch was. Nichts. Was ich super krass brauchen könnte. Lass mal schauen. Könnte vielleicht schon richten. Ja, okay. Dann gehen wir nochmal zurück. Mal langsam. Hier ist mal runterfallen. Nein, runter. Nisch, nisch, nisch. Ist da was? Oh, ich ahne Schlimmes. Okay. War doch nicht so schlimm. Dann kann man das Ding aufladen. Okay, hier waren wir ja. Okay. Wahrscheinlich war das so ein Geheimnis, was ich schon mal. Was ich damals gemacht habe. Aber die Tür war ja, glaube ich, blau markiert. Ja, da lang.
Jetzt hier lang, ja. Zurück, Captain Blazkowicz. Howdy, Cowboy. Jupp. Was zur Hölle machen Sie da? Ein Forschungsprojekt. Sie machen Max Angst. Sorry, Kumpel. Hätte nicht gedacht, dass er so ausflippt. Los, Max, gehen wir. Ist das sein Sohn? Nein. Naja, irgendwie, ich weiß nicht. Also nicht sein Sohn. Es ist so. Klaus hatte mal einen Sohn. Im Krieg geboren. Ein Wunder, sagt er. Sie hatten es jahrelang versucht, er und seine Frau. Er wäre bestimmt ein guter Vater. Für einen von denen. Das Kind hatte einen verkrüppelten Fuß. Klaus wusste natürlich sofort, was das bedeutete. Er bat die Ärzte inständig, es nicht zu melden. Als die Geheimpolizei den Jungen mitnehmen wollte, schritten Klaus und seine Frau ein und sie bekam eine Kugel in den Kopf. Das Kind auch. Klaus konnte sie nicht beschützen. Dafür gibt er sich die Schuld. Ich glaube ja. Und er wird dem Regime nie verzeihen. Das ging fix. Dahinter. Vielleicht sollte ich noch Max sehen, ob es ihm gut geht. Oh, was ist hier? Das Spielzeug hat dich gefunden. Spielzeug? Hallo, ich muss noch was Sachen einsammeln. Ich weiß, aber gestern ergab ich dann einen Sieben. Das. Das Spielzeug. Alles, was ich hatte, waren ein Tannenzapfen und eine Streichholzschachtel. Machst du das jetzt offen? Du wärst, Max. Ich bring dich nach Hause. Komm mal hier hin. Wenn das geheim ist. Ach, hier wäre das. Ah, okay. Hätte ich beim ersten Mal wahrscheinlich einsammeln können. Da war ja, glaube ich, was versteckt. Ich komme. Okay, ich muss da. Ja, was war das? Das ist ein Bug, dass ich das abgeben kann bei ihr. Wo komme ich denn? Zurück. Bin ich jetzt. Ach, hier kann ich rüber. Okay. Schlafen. Machen wir mal. Kann sein, dass es wieder das Lebensupgrade hier gibt. Zeig mir. Ja, nice. Gut. Auto oder ein LKW müssen wir noch einsammeln. Wo immer das vielleicht verschwindet. Auf dem Klo, naja. Möglich ist es ja. Also wahrscheinlich doch unten. Ja. Hast du dein Spielzeug verloren, Max? Okay. Nicht rein. Wird irgendjemand was leuchten? So was liebe ich ja. Hier war ich glaube ich noch nie. Doch, hier bin ich ja. Zum Versteck gekommen.
Ja, die Frage, ob ich für irgendwas Cooles kriege. Noch ein Spielzeug okay. Auf der Flucht. Da haben wir es doch. Max. Okay. Und was Schönes, Max. Max hast freigeschaltet. Oh, okay. Danke, William. Gib mir etwas Zeit, ihn zu untersuchen. Ich denke, ich bin da an etwas dran. Kaugummi? Ist gut? Kirsche? Nee, aber danke. Superbeton. Der wichtigste Baustoff des Regimes. Er basiert auf Dati-Schuh-Technologie, ist nahezu perfekt. Doch nach einiger Zeit wird er anfällig für Schimmel. Jemand hat die Zusammensetzung manipuliert, jemand, der sein Geheimnis kennt. Ich habe das Zeug analysiert. Diese Art von Kalkstein gibt es nur im Norden von Kroatien. Nun, sehen Sie hier. Der Name Seth Roth. Er taucht dreimal in den Dokumenten über die Dati-Schuh auf. Laut offiziellem Register wurde er vor etwa 20 Jahren festgenommen und anschließend in das Lager Selo gebracht, in Nordkroatien. Und da wird es interessant. In diesem Lager wird Kalkstein abgebaut. Er dient zur Herstellung von Superbeton. Ich bin sicher, dort werden wir Seth Roth finden. Ein lebendes Mitglied der Dati-Schuh. Das Problem ist, die Sache ist sehr unsicher. Er ist ein alter Mann, vielleicht ist er schon tot. Wir können so eine große Einrichtung nicht einfach stürmen und hoffen, ihn auszumachen, bevor die mit einer ganzen Armee anrücken. Also, was ist der Plan? Jemand muss reingehen und ihn finden. Undercover. Freiwillige vor. Sind Sie bereit dafür, Blazkowicz? Ich war so arrogant und dumm. Niemand ist jemals für so etwas bereit. Raus, raus! Bewegung! Saubande! Schneller, schneller! Bitte, bitte, gute Frau! Sie liegt im Sterben! Was? Mit dem hier? Zu massiv. Der frisst uns die Haare vom Kopf. Nee, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Der kann sicher schwer arbeiten. Bitte, Frau Engel. Na gut. Wolfgang, der hier. Jawohl, Lagerkommandantin. Durch die Tür, Sonntag. Okay, wir sind in Kroatien gelandet. Lasst erstmal schauen. Sammelbares nichts, okay. Menschen werden hier wie Vieh behandelt. Nur ruhig bleiben. Vergiss nicht die Mission. Finde Seth Roth. Bis wir zählen. Einatmen. Die hinten hier so. Achso, die latschen hier zusammen. Okay, also hier wird der Beton gemischt. Der erste Tag ist hart, mein Freund. Lerne zu akzeptieren. Es wird nicht einfach. Aber woher? Nun, ich weiß nicht genau wie lange. Wochen, Monate vielleicht.
Wenige überleben lang. Ich bin in Afrika gekämpft, habe sie eine Weile aufgehalten. Irgendwann waren sie zu stark. Nun versuche ich am Leben zu bleiben, Tag für Tag. Ich suche einen Mann namens Seth Roth. Hab von ihm gehört. Soll hier länger als alle überlebt haben. Er ist im Block 4. Wenn du dahin willst, brauchst du die richtige Kleidung. Ruhe, verdammt! Such nach einem Gefangenen. Da drüben rechts. Er hat eine Block 4-Uniform an, heißt Milo. Hab gehört, seine Frau ist bei uns im Block. Vielleicht will er ja mit dir die Uniform tauschen. Aber du musst zuerst die Wachen ablenken. Danke. Drücke S, A oder D, um den Betonmischer zu bedienen. Was ist S? Ne, A. Und knüppeln. Ne? Ah, okay. Und? Aha. Trick, um sie loszuwerden. Oh. Das ist sowas. Ich kann es noch nie anvisieren. Jetzt. Ja, zack. Ach, Beton machen ist was Schönes. Wow. Die Produktion unterbrechen, bis das Problem gelöst ist. Wer beim Klang der Pfeife nicht wieder hier ist, wird erschossen. Die Arbeiter zu seiner Rechten und Linken mit ihm. Hast du eine Lampe? Verdammt, Scheiße, Mensch. So, ich soll jetzt mit ihm reden. Scheiße. Ist dann noch fällig. Milo. Milo. Ich weiß, wo deine Frau steckt. Was? Wer bist du? Ich bin im selben Block wie sie. Sicher? Sie ist nicht. Oh Gott, sie lebt. Wenn du die Uniform mit mir tauschst, kannst du es selbst rausfinden. Okay. Schnell. Nun, wie sieht es aus? Können wir ihn wieder anfahren? Die Lager sind geschmolzen. Wir brauchen hier unten ein paar Mechaniker. Die kommen erst morgen wieder. Dann machen wir Schluss für heute, oder? Ja. Komm, wir gehen was saufen. Ja, warum nicht? Aufgepasst, Gefangene! Die Fabrik ist für heute geschlossen. Kehrt sofort in eure Quartiere zurück. Insassen von Block 4 durch das rote, Insassen von Block 6 durch das blaue Tor. Ich hoffe, du findest, wonach du suchst, mein Freund. Mein Name ist Bombate. William J. Blazkowicz, sei vorsichtig da draußen. Vorsichtig? Rotes Tor, Gefangene! Ja, ich gehe ja schon. Auf die Bude, ja. Aber von Orten wie diesem gehört. Es gibt unzählige davon im ganzen Land. So, wo soll ich denn hin? Hier rein wahrscheinlich. Aber wir müssen erstmal hier erkunden. Okay, ist nicht viel los. Was bist du für ein Ungeheuer? Oh, das Klo, ja geil. Loot. Und da hinten ist jemand. Viele Muskeln, wie für den Kampf geschaffen. Sind Sie Seth Roth? Ich weiß nicht warum, aber Sie wissen, dass ich Seth Roth bin. Sie sind ein Dirty Shoot. Die Quelle der Technologien des Regimes. Ich bin hier, um Sie zu retten. Sie sind hier, um mich zu retten. Das ist wundervoll. Er will mich retten. Ach so, dann retten Sie ihn und gehen Sie wieder, Riese. Und verschwenden Sie nicht Ihre Zeit.
Ich habe geschworen, die Geheimnisse der Dat-Yishut nie zu verraten. Scheiß auf ihren Schwur. Menschen sterben. Der Widerstand braucht sie. Also eine Art Handel. Meine persönliche Freiheit für die Geheimnisse, die ich zu hüten geschworen habe. Ich opfere meine Ehre auf dem Altar der Gerechtigkeit. Nun geben Sie mir einen Moment Bedenkzeit, Riese. Guten Abend, Gefangene. Hier spricht Lagerdirektorin. Hier ist mein Vorschlag. Erst helfen Sie mir, dieses Lager zu schließen. Dann werde ich Ihnen und Ihren Kameraden wahre Macht zeigen. Abgemacht. Ich habe daran etwas gearbeitet. Diese Maschine, sie wird von gestohlener Technologie der Dat-Yishut angetrieben. Ich kenne sie sehr gut. Nun hiermit, nicht so hinstarren, hiermit kann ich diese Maschine steuern, die Tore öffnen und alle Gefangenen befreien. Es fehlt nur ein einziges Teil. Und das wäre? Die Energiequelle, also die Maschine. Das heißt, ihre elektrischen Systeme laufen mit einer detronischen Batterie. Sie finden sie in der Reparaturwerkstatt im Kommandogebäude. Es liegt in einem anderen Block, Block 6. Schalten Sie die Sicherheitssysteme an den Ausgängen aus, dann können Sie es zu Block 6 schaffen. In den Wachunterkünften gibt es eine Steuereinheit. Sie kontrolliert die Sicherheitssysteme. Finden Sie einen Weg hinein. Lokalisieren Sie die Steuereinheit, schalten Sie die Systeme aus und kehren Sie zurück. Okay, gut, die Leute, dann wir machen mal an dieser Stelle eine Pause. Viel ist nicht passiert, ziemlich viel Story, aber mit dem nächsten Mal, ja, geht's ja weiter im Arbeiterlager in Kroatien. Und lass uns mal überraschen, was denn so passiert. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal.